Kultur, Kultur, Kultur. Willkommen bei Off hoch 2 Perlen. Und heute habe ich einen Film dabei, den viele von euch vermutlich nicht kennen, was sehr schade ist. Am Wendepunkt bzw. Turning Point, eine amerikanische Filmproduktion von 1977. 119 Minuten Lauflänge, also 2 Stunden, auf Super 8, knackige 17 Minuten. Vorab, das ist ein Ballettfilm. Und Ballett ist hier in diesem Film auch tatsächlich der Hauptprotagonist, neben Shirley MacLaine, Anne Bancroft und dem russischen Balletttänzer Mikhail Baryshnikov. Worum geht's? Auf der inhaltlichen Ebene um den Konflikt zweier Frauen mittleren Alters, gespielt von Shirley MacLaine und Anne Bancroft. Die waren im Film früher Balletttänzerinnen und Freundinnen, während Shirley MacLaine mit dem Ballett aufhören musste, weil sie eine Familie gegründet hat, hat ihre Freundin die Karriere als Balletttänzerin sehr erfolgreich weiterführen können. Die treffen sich dann wieder und als die Tochter von Shirley MacLaine in das Ensemble von Anne Bancroft aufgenommen wird, brechen die alten Konflikte Familie gegen Karriere wieder hervor. Der Film hat hervorragende Kritiken bekommen und war für 11 Oscars nominiert, von denen er nicht einen einzigen erhalten hat. Und damit zählt er neben der Farbe Lila zu den 2 Filmen mit den meisten Oscar-Nominierungen, ohne überhaupt einen davon erhalten zu haben. Immerhin 2 Golden Globes, einmal für den besten Film und einmal für die beste Regie. Auf Super 8 ist es einer der letzten Veröffentlichungen der Frankfurter Firma Interpathé aus dem Jahre 1981 und eine direkte Übernahme der englischsprachigen Version von Canfilms. Das Cover ist sehr schön gemacht mit einem großformatigen Plakat drauf. Die Rückseite ist amerikanisch üblich etwas reduzierter. Und die deutsche Version, also das ist jetzt die englische Originalversion, und die deutsche Version wurde nur dadurch kenntlich gemacht, dass man hier so einen gelben Flatschen draufgepappt hat. Da war dann schon kein Werf, um eigenes Cover dann auf Deutsch komplett zu generieren. Wenn man dann mal das Cover öffnet, sieht man neben der obligatorischen Filmrolle auch noch auf der rechten Seite ein 20th Century Fox Relief, was sehr schön aussieht. Die Kopie selbst ist sehr schön scharf, hat einen sauberen Klang, was natürlich für die Musik und Tanzszenen gut geeignet ist. Der Rotstich, der schon angesetzt hat, wurde in Italien entfernt. Das heißt, ich habe da jetzt eine vergleichsweise gute Kopie. Und der Schnitt, der ist tatsächlich ausgezeichnet. Denn trotz vieler und gar nicht so arg kurzer Tanzszenen schafft der Schnittmeister es, diesen doch eher komplexen Konflikt zwischen den beiden Hauptprotagonisten auf so eine Kurzfassung runterzubrechen und von einem Startpunkt bis zu einem Endpunkt zu transportieren. Also super gemacht. Und er hat sogar noch die Zeit gefunden, eine für eine Super 8 Kurzfassung vergleichsweise lange Titelsequenz einzufügen. Das ist also ein künstlerisch wertvoller Film, der auch durchaus geeignet ist, um Leute hinter den Projektor zu holen, die für Super 8 vielleicht doch nicht ganz so aufgeschlossen sind, ist ein schöner Kontrast zu den Genren, die man sonst häufiger auf Super 8 zu sehen bekommt. Und für mich eine absolute Empfehlung. Sehenswert, klasse, tolle Tanzszenen, Baryshnikov, super zum Zugucken. Also, ich bin begeistert. Und dann schauen wir uns jetzt noch einen kurzen Ausschnitt an. Film ab. Ich war heute Abend einfach schrecklich. Ich lege mich am besten in ein heißes Bad. Sei doch kein Spielverderber. Ich bring dich ans Taxi. Nicht nötig, mein Wagen wartet. Wo sind die Duschen? Zieh mal da drüben ab. Ich glaube, da sind sie. Ich muss den Hut zurücknehmen bis dahin. Und dann kommt der Moment. Da bist du ja. Du warst wundervoll. Oh nein, ich war nicht wundervoll. Ich habe es mir vorgenommen, aber ich war es nicht. Und doch, du warst. Ach, ich war so nervös, weil ich wusste, dass du unten sitzt. Richt dir nichts ein, du warst. Ja, Wayne.
Ach, oh, Wayne. Du warst genauso aufregend wie immer. Danke. Ach, ja. Oh, Wayne, es war einfach zu lange. Ja, du hast ja so recht. Das ist übrigens dein Patenkind. Was sagst du zu ihr? Oh, mein Gott. Das letzte Mal konnte ich dich noch auf die Arme nehmen. Sie ist entzückend. Die ahnen nicht, wie schnell die Zeit vergeht, Didi. Nein, können sie nicht. Ach, Didi. Ach, Didi. Schrecklich, Tänzerinnen haben hässliche Füße. Wenn ich ein Mann wäre, könnte ich alle Füße... Ich meine, alle Kinder haben, die ich mir gewünscht hätte, und trotzdem tanzen. Wie viele Kinder? Oh, 3. Wie deine. Nein, du lebst so, wie du wolltest, Emma. Du doch auch. Nein, nicht wirklich. Didi. Ehrlich, ich kapiere nicht, wovon du sprichst. Weißt du noch, wie Michael Anna Karenina einstudierte? Natürlich weiß ich das noch. Und mit wem hat er die Rolle von Anna probiert? Mit uns beiden. Und? Du wurdest schwanger. Ja. Und du hast 19 Vorhänge gekriegt. Oh, Didi. Hose halten. Und die Mädchen gleich dazu. Arabesque. Fünfte schließen. Grand battement. Temps levé. Gut. Bitte sauberen Abschluss. Und das Ganze von links. Didi und Wayne haben mir viel gegeben. Was sagst du, Oliver?